Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Alan Wake. Mit mir Level 4 im letzten Part. Ja. Wir sind nach wie vor noch auf der Suche nach dem Kidnapper. Obwohl, nein. Wir Kidnapper sind wir begegnet. Und er hat uns ein Ultimatum gestellt. Wir sollen innerhalb der nächsten Tage das Manuskript fertigstellen. Und es ihm geben. Das war natürlich jetzt fantastisch, was ich gerade getan habe. Ansonsten bringt der unsere Frau um. Ja, das sind mal freundliche Methoden hier. Und nun sind wir auf der Suche nach Barry, weil wir müssen mit ihm das Ganze bereden. Denn wir können das der Polizei ja nicht sagen, weil ansonsten bringt er uns wirklich unsere Frau um. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, der wäre weg. Aber der dürfte nicht der Einzige sein, der hier sitzt. Guck mal eine an, das Jagdgewehr. Und hier ist mit Sicherheit auch was hinter. Ja, eine Manuskriptseite, fantastisch. Wake spürt das Dunkel. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Ja, also muss ich echt mal überlegen, was sind denn diese Takens? Wann sind das echte Waldmitarbeiter gewesen, die halt durch das Dunkel des Waldes quasi korrumpiert wurden? Da fragt man sich aber, warum wird denn nicht nach denen gesucht? Was ist letztendlich denn der Grund, dass die uns alle angreifen? Und der Grund, warum das auch so viele sind. Ich gucke gerade nochmal in die Ecke. Bevor ich dann gleich da hochlatsche. Aber anscheinend ist hier auch nichts. Ja. Ist halt so. Schade. Gucke ich gerade noch auf der linken Seite. Da könnte natürlich überall was sein, was wichtig ist. Gut, dass wir nicht den normalen Weg lang gegangen sind, ansonsten wären wir heute. Sonst wären wir eben ein bisschen getroffen worden. So. So, und jetzt zieh ich. Den nächsten. Ich mach das mal einzeln. Und dann packe ich gleich die Schrotflinte aus. Ich bin natürlich Sackgewehr. Autsch! Ich vergesse, dass es so einen Einzelschuss gibt. An sich macht das nämlich super viel Schaden. Nur, es hat einen sehr, sehr langsamen Einzelschuss. Da muss man schon genau zielen. Und auch Platz haben, um nicht zwei Gegner gleichzeitig zu bekämpfen. Das war nicht ganz so klug von mir. Hätte ich doch eher auf den Revolver zugreifen sollen. So. Da haben wir wieder eine Flare. Und zum Glück auch ein Emergency-Dingsbums. Hoffentlich mit Revolver-Munition. Ja. Mit genug Revolver-Munition. Mein Gott. Campgrounds. Ja, ja, wir sind langsam wieder auf dem Weg zurück zu Barry. Was war das denn wieder? Ja, das war das. Ein Holzfäller mit einer Kettensäge. Wir hatten es bereits im letzten Part gehört. Es wird Gegner geben mit Kettensägen. Ich weiß nicht, das ist gefährlicher. So, jetzt habe ich natürlich ein paar Probleme. Ich bin überlegen, ob ich eine Flare benutze und das tue ich wahrscheinlich auch. Noch eine zweite, bitte! Autsch! Und noch eine dritte. Weil, was soll ich die bitte sonst verwenden? So, mein Freund. Jetzt bist du
Ziel meines Angriffs. Headshot. Ja, die gehen halt, ne? Also, es wird natürlich nicht der Letzte sein, der mit der Kettensäge kommt. Und wird nur nicht der Letzte sein, der einzeln kommt. Also, ich meine, diese Gegner werden irgendwann Standard werden. Und dann kommen die natürlich auch direkt auch mal zu dritt und zu viert als Kettensägenfuzzis. Und das wird das richtig spannend. Hier oben ist nichts, ne? Nein. Dann frage ich mich, warum machen die das denn so dick, dass man da so reinlaufen kann, wenn es da nichts gibt. Ist da aber eine Manuskriptseite? Nee, ich dachte, da hätte eben irgendwas geblinkt. Aber nein. Okay. So. Ah, Barry wahrscheinlich. Barry? Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Ja, man hört, mittlerweile ist auch passiert, dass Barry von den Krähen umringt ist. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. So, gleich wird's spaßig. Wirklich spaßig. Da war ein Auto. Wir dürfen gleich Auto fahren. Mit Scheinwerfern. Und das sollte natürlich Sinn ergeben, dass das gleich ziemlich spaßig wird. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. And the headlights were a welcome bonus. Genau. Okay, dann gehen wir nochmal in die Garage. Guck grad noch, ob das was irgendwie bewirkt. Beim letzten Mal hat das ja ein Erdbeben ausgelöst, diesmal aber nicht. So, eine Manuskriptseite. So, Nightingale schießt auf Wake. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Cold instinct, his posture. The way he held the gun, he was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Tja. Was ist da nur los? So, und wir kennen das, Toiletten in Horror-Games sind nie so freundlich zu Freunden der Seichenunterhaltung. Und hier hat jemand übernachtet. I had to find the key to the garage. Das weiß ich, Alan. So, auf dem Männerklo anscheinend. Nix drin. Nix drin. I needed the garage key to get to the car. Anscheinend nix drin. Okay. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Ja, ein weiterer Auszug aus der Zukunft eventuell, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Oder das, was eigentlich gerade passiert. Weil vielleicht schreibt er gerade unsere Geschichte. Und wir sind die Geschichte. Ne? Könnte ja auch sein. Okay, Punkt ist aber, warum ist ein Fernseher in der Toilette? Na, egal. Oh, hallo! Und das ist das Jagdgewehr. Wenn man es denn genau richtig einsetzt. So. Wir kriegen ein Auto mit Scheinwerfern. Tür auf. So. Dann wird jetzt gefahren. So, und wir können auch hier Scheinwerfer benutzen.
Und bam! So. Da kann man es nämlich jetzt mit dem machen. So, ich könnte jetzt in mehrere Richtungen fahren. Fahren wir erstmal da hinten hin. Wo ich quasi falsch bin. Und das auch an eine Thermoskanne. Ich muss natürlich ein bisschen beeilen, weil ich könnte natürlich angegriffen werden. Aber es ist nicht der Fall gewesen. Gut, wunderbar. Ja, die Steuerung mit dem Auto ist jetzt nicht so ideal gelöst, muss man ganz klar sagen. Ich könnte jetzt auch dieses Auto nehmen, ist eigentlich egal. Da ist da irgendwas? Nein, okay. Aber ich nehme erstmal den Range Rover. So. Auto kann auch im Arsch gehen, muss man ein bisschen natürlich aufpassen. Was ist denn dahinter? Komme ich da hin? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkommen kann. Ich bin, wäre es auch, glaube ich, egal. Machen wir ganz normal weiter. Hallo. Ah, ich habe mich richtig erwischt. Scheiße. Der Wagen qualmt gerade ein bisschen. Mir gerade egal. So, hier war doch eben irgendwas da. Ich muss nach rechts. Und hier ist ein kleines Hütchen. Okay. Oh, ich bin angegriffen. Ins Auto bitte, 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 ins Auto bitte. Okay, alles klar. Alter, Auto! Okay, und bam, bam. Double kill. Mein Auto ist bald platt. Oh, shit, du kommst aber mehr. Ah, ah, shit, ey. Ich pack doch mir jetzt gerade mal das Jagdgewehr raus. Lass mich doch einfach mal reingehen hier. Meine Fresse. Au. Au, au, au! Ich sag, reicht ja mit euch. Flair. So, jetzt sind wir langsam gut hier. Geil. Für zwei Leuchtfackeln den ganzen Scheiß gemacht. Und dafür fast gestorben! Ah, fuck, ey. Schnell ins Auto, einfach ins Auto. Einfach ins Auto. Oh nein, das Auto ist im Arsch. Oh, das ist jetzt riesige Scheiße. Das ist jetzt riesige Scheiße. Lauf, 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 lauf. Alles klar. Weg, weg. Oh, shit. Alter, was machst du denn? Ach, okay, also der Weg da hinten lohnt sich nicht. Ach, jetzt ernsthaft. Das hätten die nicht machen müssen. Wirklich nicht. Alter, so. Ich werde mir gerade noch die Thermoskanne holen, dann fahre ich danach ganz mal den Weg entlang, weil der Rest ist ja nicht nötig. Folgt er mir noch? Ja, aber sehr langsam. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Für zwei Fackeln. Lächerlich. Dafür fast schon endlich Gegner, die da kamen. Lass sie einfach alle stehen. Tschüss. Das macht ja keinen Sinn. Da rechts fahre ich jetzt nicht mehr, ich fahre nach links. Über die Sprungschanze. Hui. War nicht so spektakulär, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier links ist noch was. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Zumindest ist hier kein Kacknebel. Also schon mal an sich sehr gut. Aber wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts, ne? Schade. Hier haben wir jetzt ein neues Auto. Weil es nicht so angeschlagen ist wie das vorherige.
hier muss ich sogar hin. Da hinten. Was ist das? Okay, ich fahre jetzt mal weiter. So. Ansonsten gibt es hier noch irgendetwas zu sammeln. Ich guck gerade mal dahinter nochmal. Ja, die Manuskriptseite ist da hinten. Hat sich gelohnt. Oh, ich höre jemand. Nicht nur jemand. Oh, das sind sogar zwei Typen. Nicht so gut. Lauf, 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 dem die Seite. Oh, das ist ja mal ganz schön viel, was da ja gleich kommt. Oh, wo kommst du auch mal her? Ich lauf. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Ich möchte nur zum Auto. Rein da. So, jetzt muss ich da irgendwie rauskommen aus der ganzen Misere. Ja, ging ganz okay. So, jetzt nix wie raus hier. Oh, das wird sich so schwammig. Glaubt ihr ja nicht. Achso, die Manuskriptseite wollen wir noch lesen. Wakes Verzweiflung. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed. But there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Ja, okay, das ist jetzt keine Neuigkeit, was wir da quasi gelesen haben. Na gut, hier rechts geht's, links geht's nicht lang. Weiter nach oben muss ich, alles klar. So, können wir jetzt da lang oder da lang? Scheiße. Fuck. Dann gehen wir natürlich erstmal da lang. Kontrollpunkt haben wir ja jetzt. What? Wo zur Hölle bin ich hier? Ja. Oh, Thermoskanne. Sehr gut. Aber ist es die Stelle, wo wir eben waren? Nur auf der anderen Seite? Genau da. Alles klar. Hätte ich das früher gewusst, wäre ich anders lang gefahren. Aber okay. Immerhin haben wir... Und da kommen sie... Scheiße, sind das viele. Lauf, Mann. Lauf. Wenn ich da oben bin, ist alles geregelt. Alter, hab ich gerade erschrocken. Geh da rein. Alles klar. Alter. Das hat mich echt erschrocken, der eine Schlag. Aber gut, dass die mir bis dahin nicht entfolgen. Wegen dem Lichtschein. So, hier ist ja alles passiert und ich kann einfach wegfahren, ne, weil bringt nichts mehr. Oder soll ich mir da... Ich guck mich gerade nochmal um, okay? Ich glaube nicht mehr, dass hier noch irgendwas ist, aber... Wer weiß, war ich da schon mal drin? Nein! Alles klar. Gut, dass ich nochmal drin war. Ich glaube, hier war ich noch nie drin. Lustig. Ich guck gerade nochmal, ob hier irgendwas Neues ist. Ich denke aber mal nicht. Aber man weiß ja nie. Die Türen zwar ich auf? Nein, die nicht. Die auch nicht, okay. Da ist der Bär geflogen, okay. Ja, hier nach wie vor ist alles im Arsch. Und Rusty ist tot. Was ist hier nur passiert? So, was ich mir auf jeden Fall holen kann, ist hier nochmal neue Revolver-Munition. Ah, okay. Gut. Den ganzen Weg nach ganz oben laufen wir nicht mehr. Quasi den Weg, den wir hingegangen sind. Ich gehe nochmal ins Ranger Office. Vielleicht ist da noch was Nützliches. Oder was Neues. Kann ja auch sein. Nein.
ist jetzt die Axt weg. Nein, die steckt noch. Okay. Also nichts Neues. Hätte ja sein können. Ich weiß es nicht mehr. Also von daher, hätte ich es gewusst, hätte es mir natürlich gespart. Aber, na gut. So, schnappe ich mir das rote Fahrzeug. Und fahren wir und retten jetzt gleich mal Barry. Scheiße. Hier kommen wir nicht mehr durch. Was war das denn gerade eben? Okay, hier haben wir ganz viel Kram. Ja, hast du nicht ganz unrecht. Oh, scheiße. Okay, okay. Das musste gerade sein. Oh, noch mehr von denen. Ja, ich muss die ein bisschen sammeln, ansonsten lohnt sich das gar nicht. Autsch, falsche Richtung. Geflohen. Kommt alle mal ein bisschen näher. So, ist eigentlich schon fast... Ja, fuck. Die müssen alle ein bisschen näher kommen. Jetzt schieb ich auch mal. Gut, einen hat es nicht zerfetzt. Den hole ich mal mit alleine. Okay. So läuft der Hase. Okay, Barry, ich bin gleich da. Nicht mehr allzu weit. Ja, ja. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. Not done? I need a week. 2 days! The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not... well... get me. Yes. Yes, I get you. Okay, da sind wirklich ein paar Vögel. Okay, wir haben hier 2 Tage, das Manuskript fertigzustellen, bevor er dann unsere Frau abmuckst. Ja, da sind so einige Vögel. Kann ich schon ein paar von hier aus vernichten? Nee. Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber es wäre ein bisschen langweilig. Okay, dann packe ich mal die Flare Gun aus, weil alles andere wird nutzlos sein gegen die Viecher. So. Batterien kann ich hier auf jeden Fall gebrauchen. Das kann man wohl laut sagen, dass diese Vögel ein wenig bekloppt sind. Wow, wo, wo, wo? Da. Wow. Okay. Wo sind die nächsten da? Das hat sie ganz schön weggehauen. Die Raucheffekte sehen noch ganz gut aus. Oh, aua. Geht alle weg. Okay, die sind weg. Die sind auch weg. Da sind noch ein paar Vögelschwärme. Zum Beispiel die da oben, die sind jetzt auch weg. Okay. Weg mit euch. Weg sollt ihr. Ist das zu schwer zu verstehen? Lass mal ein bisschen näher kommen.
vergessen gerade eben. So, das war gut. Aber wirklich weniger wird's nicht, ne? Wie ihr euch gerade seht. Okay. Nächste. Oh. Oh, da. Autsch, ich hab's wehgetan. Buff. Barry, you can open the door now. They're gone. Okay, die sind wirklich alle weg. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Old Deer Diner. Good girl. Oh, oh. Ja, ja. Irgendwas stimmt ja wieder nicht. Und diese Episode ist beendet. Und ich muss gleich wieder schnell den Part beenden. Weil ich gleich wieder keinen Copyright-Claim riskieren möchte. Aber wir seht schon, das wird Ganze wird schon relativ spannend hier auf einmal, ne? Ach. Alan Wake. Ist aber so ein schönes Spiel. Ich sag auch nicht, wie viele Episoden es gibt. Damit das Ende quasi ein bisschen offener ist und ihr euch quasi ein bisschen im Regen steht. Damit ihr nicht ganz genau wisst, wann es ungefähr endet. Also Leute, das war's für diesen Part. Und nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Alan Wake Revival 4. Tschüss.